So, herzlich willkommen, liebe Wrestling-Fans. Hier ist Mr. Hanky zum zweiten Shoot-Interview mit dem österreichischen Top-Wrestler Chris the Bambi Killer. Und ihr werdet ihn hier bereits am Tisch sehen. Wir haben hier zwei Kameras in der Küche postiert. Chris, erst einmal hallo. Ich kann mich jetzt nicht zu dir setzen, denn hier im Ofen brutzelt ein guter Braten. Wir werden versuchen, so nebenbei immer wieder Chris Fragen zu stellen. Die Zeit nach der PWU vor allem, die werden wir behandeln. Und natürlich auch seine Amerika-Tour, seine Auftritte in Irland. Auch in Österreich gab es Shows, in Deutschland gab es Shows, da war er auch zu Gast. Und wir machen jetzt eine kleine Pause, schauen, wie es dem Braten geht und melden uns in Kürze. Garantiert. So Chris, ich werde mich jetzt an den Salat machen und vielleicht wirst uns du etwas erzählen zur PWU. Wir haben dich ja interviewt vor circa zweieinhalb Jahre, Heichenwälder und ich. Da hast du noch recht positiv über die PWU gesprochen. Das war so im Werden alles. Da war dann einmal die erste PWU-Show. Da war der Reichling noch richtig so enthusiastisch, hat geglaubt, ja, er kann da was aufbauen. Ja, und binnen einem Jahr war der ganze Spuk vorbei. Es fanden aber zwei PWU-Shows statt. Dein Eindruck einmal zu den Shows und zu Willi Reichl jetzt selber von seinen Ideen. Die Shows, die waren schon ziemlich gut. Also die erste war bei dem K. Festival oder was das war nicht so schlecht. Es waren gute Leute dabei, aber es war ganz okay, aber es war nicht was Besonderes. Die in Stockerau, die war dann schon wieder um einiges besser, das war die zweite Veranstaltung. Die war schon um einiges besser und auch von der kompletten Aufmachung und so weiter, Lichteffekte und was, ja, was weiß ich nicht alles. Aber auf einmal war er weg, der Willi. Also. Man munkelt nicht, das ist eine Tatsache, dass er einige illegale Dinge gemacht hat, so? Linke Aktionen gedreht hat. Übrigens, der schuldet mir auch noch Geld. Also, ja genau, da wollte ich gerade, ist er dir noch Geld schuldig, weil vielleicht kommt er wieder auf die
Bildfläche zurück und macht wieder was. Würdest du es ihm böse nehmen, wenn er zurückkommt und sich irgendwie wieder involviert in diese Wrestling-Szene? Böse nehmen, ne? Das würde nicht keiner ernst nehmen. Also von dem her wird es nur von kurzer Dauer sein, wenn er wieder zurückkommt. Aber na, es wäre aber schon ganz nett, wenn er mein Geld noch zahlt. Ich meine, es handelt sich nicht um so viel, es sind so ungefähr 200 Euro, also das ist also, nicht so viel, aber... Also, ich habe gehört, dass Robert Fasser da einiges mehr schuldet, also dem Fasser. Das kann sein, ich glaube, die haben zusammen eine Security-Firma gehabt, aber inwieweit das stimmt und so, dass er ihm noch Geld schuldet, ich meine, er wird ihm schon Geld schulden, aber ich glaube, in Robert wird er besser nicht über den Weg laufen, das wäre gesünder. Ja, wie gesagt, die zwei Auftritte bei der American Car Show, der eine... der andere Auftritt dann in einer Halle, die recht nett war fürs Wrestling, wo dann aber der Herr Reichel sich auch etwas übernommen hat und Schulden gemacht hat. Jetzt raschle ich ein bisschen, der Salat kommt zum Vorschein. So, ja, also deiner Meinung nach war das Highlight die zweite Show, also die American Car Show, da ist irgendwie die Stimmung irgendwie verloren gegangen. Bei der Show in Stockerau, da hat es eigentlich gepasst, so von der Aufmachung genau, her. Genau. War keine schlechte Show. Na, auf jeden Fall. Also was die Effekte und so weiter betrifft, war das auf jeden Fall schon ziemlich top. Und es war ein guter Ringsprecher, gute Kämpfe, gute Wrestler. Es hat eigentlich alles passt. Die Zuschauer wären, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer waren, 300 oder so, schätze ich mal. Ich glaube, es waren 200, 250? Ich glaube, 150. Gut. Knopf verrechnet, das ist schon lange her. Aber auf jeden Fall, es war ganz okay. Und ja, hat er auch Schulden gemacht? Das weiß ich gar nicht. Was hat er da gemacht? Ich glaube, da hat er die Halle nicht zahlen, da ging es um 80.000 Schilling insgesamt. Oh, gut. Der der Gemeinde praktisch Stockerau schuldig geblieben ist. Aber wieso? Was hat er da gemacht? Die Halle hat er nicht bezahlt, soweit ich weiß. Also da warst du weniger als ich. Ja. Aber die Halle wurde nicht bezahlt. Ich glaube, die Soundanlage hat er sich bestellt und nicht bezahlt. Das waren so Sachen. Und dadurch ist er dann meinen Eintritt auch abgebauscht. mich hat er bezahlt. Ich habe meine 500 Schilling damals, glaube ich, gekriegt als Ringsprecher. Es wurden auch einige andere Wrestler nicht bezahlt. Gut, so war der Willi Reichel. Ja, ich war einer davon. Du warst einer davon. Ich war einer davon. Ja, aber... Sind die Ideen, die er gehabt hat, überhaupt machbar in Österreich mit diesen ganzen wöchentlichen Shows, mit Storylines, mit einem Kader, mit Stars aus dem Ausland? Da gehört das schon, das auf jeden Fall. Otto Wanz hat das über Jahre hinweg gut gemacht und nicht nur wöchentlich. Also das ist auf jeden Fall machbar, nur nicht so, wie es er wollte, weil die Fans oder die Catch-Fans, Wrestling-Fans, die kommen zu Veranstaltungen, weil sie harte Kämpfe sehen wollen, sie wollen ein Bier trinken, sie wollen gute Stimmung machen, sie wollen schreien und sie wollen aber nicht so viel Blabla sehen, was da passiert ist, also so viele Interviews und so weiter, das interessiert es nicht. Ein Interview von, weiß nicht, so wie es früher halt war, Franz Schumann war im Ring und hat ein Interview gegeben und das reicht. Ich denke schon. Also, die Leute wollen halt unterhalten werden, aber nur bis zu einer gewissen Grenze, weil sonst können sie sich einen Film auch anschauen. Das, also Willi hat speziell, es bezieht sich jetzt auf Österreich. Ja, ja. Gut, der Willi hat ja immer das amerikanische Wrestling vertreten. Er war ja nie einer, der gesagt hat, das amerikanische Wrestling mit ein bisschen dem Traditional Style Wrestling. Weil er hat sich dann mit dem Freddy Bane ja wieder versöhnt eine Zeit lang. Also das war ja, da warst du, glaube ich, auch noch involviert in das Ganze da. Und dann ist er das gekommen mit diesem ominösen Trainingscenter in der Hüttel da verstoßen. Hast du das gesehen damals? Ja, das habe ich auch mal gesehen. Diese Riesenhitten da. Aber Das waren ja noch die Shows. Da hat er einiges geplant gehabt, aber ich habe ihm dann immer so zugeguckt, weil wenn mir wer mein Geld nicht zahlt, dann ist es das Thema war für mich ziemlich erledigt. Ich habe dann 3-4 Monate überhaupt nicht mit ihm geredet gehabt und dann war er eh weg auf einmal. Genau. Also was ich sagen würde, also mir gefällt der amerikanische Stil eben nicht so, mir gefällt der europäische Stil um einiges besser und auch der japanische Stil. Ich bin, ich lege auch mehr Wert auf Sportliche und nicht auf das Ganze drumherum, also Storylines und so weiter, gut und schön, aber... Ein guter, harter Kampf ist mir doch um einiges lieber. Ja, es ist einfach nicht machbar, das Ganze in Österreich, das hat der Rob das Team, wie wir schon gesagt haben, am Anfang, das, was der Herr Reichel da plant, das ist nicht machbar in Österreich. Das hat sich bewahrheitet, der Herr Reichel ist dann auch noch verhofft worden. Ich sage jetzt mal der Herr Reichel für euch Zuseher da draußen, weil ihr wart ja nicht mehr du mit ihm. Ja, also binnen einem Jahr kann man sagen, vielleicht ein bisschen mehr, dann war der BWU-Spuk vorbei.
Gut, Chris, das ändert aber nichts daran, dass du andere Auftritte gehabt hast bei anderen Ligen. Erzähl uns einmal in den letzten zwei, sag einmal, guten zwei, drei Jahren, was waren da so deine Highlights? Welche Ligen haben sich gehalten? Welche Ligen hast du Abstand genommen? Was waren da so deine Höhepunkte in den letzten zwei Jahren in Deutschland oder Österreich? Naja, in Österreich war da nicht so viel. Es waren ein paar einzelne Shows, glaube ich, die EWA-Show zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, ja. Die hat schon gute Ansätze gehabt, aber da hat es wahrscheinlich an der Werbung gefehlt und es war es die falsche Stadt, würde ich mal sagen, weil in Wien direkt was zu machen, ist einfach tödlich. Die Auswahl ist zu groß und dann wird das nichts. Also außer man verkauft die Shows, dann hat man selber keine Probleme damit. Aber ja, in Deutschland, was sie ergeben hat seit letztem Jahr, das war die PWA, das ist eine Top-Liga auf jeden Fall, top-europäische Leute sind dabei. Und auch die Qualität von den Veranstaltungen, auch mit Lichteffekte und so weiter, das hat ein gesundes Maß und das ist ganz gut. Und auch was die ganze Presse betrifft, also es sind Berichte in der Bild-Zeitung, im Fernsehen und in allen möglichen Zeitungen und so weiter, also das und Radio und so weiter. Also es ist schon von der Qualität her sehr, sehr gut und es werden auch nur wirklich Top-Leute eingesetzt und es wird auch immer welche Rookies die Chance geben, aber Großteil sind Profis aber dabei. In dem Fall halt alles mit Maß und Ziel, also die übertreiben es nicht, die machen genau. Halt alle zwei, drei Monate so wie es sein soll. Und denken die eigentlich dann das Geld verdienen an mit den Shows oder eigentlich machen die das auch nur dem Spaß? Nein, die machen das schon mit dem Ziel, Geld zu verdienen. Sonst es gibt genug kleine Ligen in Deutschland, die das Geld mehr oder weniger ausschmeißen und das machen die auf keinen Fall. Drum haben die auch nur 5 Kämpfe anstatt von 10 Kämpfen und die 5 Kämpfe haben aber einen Wert. Und die PWA auf jeden Fall, also die gehört, muss man auf jeden Fall einplanen. Die nächsten 2 Jahre schätze ich, dass die. Würdest du sagen, ist der potenzielle CWA-Nachfolger in Deutschland? Potenzieller CWA-Nachfolger würde ich die EWP nennen. Ja. Das muss man sagen. EWP ist auch Top-Liga. Also im Moment würde ich sagen, ist das die Nummer 1. Und dann sind mehrere Ligen, also PWA, NAWA, ACW, das sind so die Ligen, die dann als die Nummer 2 kommen, die würde ich gleichstellen. Aber EWP ganz einfach von dem her, weil wirklich nur souveräne Leute dabei sind, also wirklich Leute, die jahrelang Profis sind, Robbie Brookside und man kennt sie alle. Also, und da sind auch wirklich vom ganzen Aufbau, von wegen Turnier und 10-Tages-Turnier und so weiter, das ist schon sehr CWA-lastig und das ist aber auch gut. Also, du warst sagen, bei der EWP, warst du bei einer Show glaube ich, dabei? Bei einem Event, ja, das war aber ein Fanfest und da habe ich einen Kampf gehabt und ich muss sagen, wie gesagt, die Aufmachung war wirklich sehr, sehr professionell. Es war zählt, es war nicht zu groß. Es hat, glaube ich, circa, ich schätze mal 700, 800 Leute Fassungsvermögen und das ist vernünftig, weil das schaffen die ja regelmäßig, das Ganze komplett zu füllen. Ich muss jetzt kurz die Fleischleibchen begutachten. Das ist jetzt leider ein bisschen abrupt. Aber ich kann über die ACW weiterreden. Wenn ja, wie gesagt, EWP, da warst du noch nicht so richtig dabei. Ich muss auch dazu sagen, dass ich da gehört habe, dass Toni Sinclair und Ecki Eckstein da sehr, sehr selektiv, sehr, sehr subjektiv ihre Leute aussuchen. Und ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, was gegen die Österreicher haben, aber irgendwie, glaube ich, haben sie irgendwie eine Abneigung, einen Herrn Kovac oder die zu buchen? Oder ich weiß nicht, haben die ein Problem mit den Österreichern? Nein, das glaube ich nicht. Alex ist ja dabei, Alex, die Eismühlen. Alex ist dabei, ja. Ich glaube nicht, es liegt vielleicht, ich weiß nicht, an was es liegt. Das ist halt eine Gruppe und sie setzen auf die Leute, die das wirklich kennen. Und vielleicht kennen sie den Kovac und mich nicht so gut und darum verstehe ich das auch auf jeden Fall. Also ich muss sagen, EWP, Top-Liga, ohne irgendjemand zu schmeicheln oder sowas, objektiv gesehen die Nummer 1 Liga in Deutschland. Und ja, also würde gern dort arbeiten, weil wirklich sehr gute Leute da sind. Joe und Robbie und Grizzly und Eckstein und so weiter. Also es sind wirklich Top-Leute da. Es dauert auf jeden Fall noch. Gut. Nicht bis du da bei der EWB antrittst, so lange kann die Fleischlauen nicht mehr dauern, bis fertig sind. Aber du hast von der anderen Liga angesprochen, die ACW, da bist du ja schon Stammgast. Ja, ja, auf jeden Fall. Wie hat sich die ACW entwickelt in den letzten sagen wir, 2-3 Jahren? Also, sicherlich das im Vergleich zum Jahr 2000, wo ich bei einer Show war, hat sich vom Wrestlerischen her entwickelt. Es waren mehr Stars, die eingeladen werden.
Wie siehst du die Zukunft jetzt? ACW hat sich sehr, sehr verbessert. Es gibt einen Negativpunkt und das war, die ACW hat letztes Jahr jedes Monat eine Veranstaltung gehabt. Das haben sie leider jetzt nicht mehr. Jetzt sind es, glaube ich, jedes zweite Monat oder so. Das ist sehr schade. Aber es werden wirklich viel mehr Stars eingesetzt, wie noch vor ein, zwei Jahren. Und das muss man ja wirklich zugute halten. Also es ist auch von der Qualität her so sehr hoch. Und wenn man sich das, dann werden auch Leute aus Amerika geholt und so, und die kosten natürlich einiges. Wie sie das mit den Kosten machen, weiß ich nicht. Es ist ein Verein, das weiß ich, aber viel Gewinn wird leider nicht ausschauen, schätze ich mal. Aber es ist auf jeden Fall eine Liga, die man auch hohes Ansehen unter die Wrestler hat, weil jeder gut behandelt wird und so weiter. Und das sagt sich dann auch an der Qualität von den Kämpfen. Ja, also das Stichwort US-Stars. Viele Ligen setzen ja eher jetzt mehr Wert auf das Buchen von US-Stars. Wenn ich mir jetzt die WXW anschaue, die haben vor ein, zwei Jahren haben sie noch, wenn sie, wie es gerade den Stach oder Power Wrestling gesponsert gehabt haben, die ganzen Top-Leute aus Europa wie Brookside, die Kovac, Erik Schwarz zahlt. Und das dürfte sie irgendwie geändert haben und jetzt bucht man lieber einen US-Star, zahlt damit Flug. Und der Rest ist eigentlich, ja, wie sagt man da, Semi-Profi oder Amateur-Wrestler, wie du immer sagst. Was hältst du von dieser Strategie? Ich meine, Werbung ist keine schlechte, weil die Internet-Fans doch, glaube ich, eher so die ganzen Amis sehen wollen. Ja, die Internet-Fans haben sowieso immer als Stammpublikum. Also, wenn das Konzept aufgeht, warum nicht? Sicher. Würde ich persönlich nicht machen, weil ich lieber auf Qualität setze und nicht auf, dass ich einen guten Kampf habe oder einen bekannten Namen habe und das Restliche sind alles irgendwelche Gurken. Das würde ich nicht machen. Aber na, die Leute, die zur WXW-Veranstaltung kommen, die freuen sich über die Leute, die da sind. Auch vom ersten bis zum letzten Kampf. Und für das ist es richtig und dann sollen sie es so machen, sicher. Ja, also die WXW ist sicherlich die Nummer 1 Liga im Internet. Bist du da einer Meinung? Also ja, von der Werbung her. Ich meine, ja, die machen ja nur im Internet Werbung, oder? Richtig, ja. Ich meine, sie haben jedes Mal ihre 100 bis 150 Leute im Roxy. Über die Qualität kann man sich natürlich streiten. Ich meine, es gibt verschiedene Ausrichtungen, es gibt High Flying, es gibt eben dieses Hardcore. Was hältst du so persönlich von den Hardcore-Leuten, die vielleicht nicht so das Wrestling erlernt haben wie du, wie Hate zum Beispiel oder... Naja, du sagst genau, die haben das Wrestling nicht so erlernt. Es ist einfach so, für einen Hardcore-Kampf brauchst du kein Wrestling. Das kann aber genauso jeder einzelne von den Zuschauern auch machen. Jeder kann sich irgendwas über den Kopf hauen und bis zu einer gewissen Grenze, vielleicht rät er irgendwann und der eine, der rät halt nicht und der macht dann ein paar Kämpfe mehr. Also... man sieht es an Top-Leuten wie Fit Finlay oder Robbie Brooks, wenn die einen Hardcore-Kampf machen, dann ist das wirklich Hardcore und dann gehört aber nicht nur irgendwas dazu, dass man sich irgendwelche Sachen am Kopf hat. Man muss da ein bisschen einen Unterschied setzen und darum, das zeichnet halt, wie gesagt, auch, wie du gesagt hast, einen Amateur von einem Profi aus. Ja, dann gibt es noch eine Liga, was noch von du gehört hast, die XCW oder XCW. Ich weiß nicht, da hat, glaube ich, sogar einer trainiert mit dir oder bei dir. War das, ist es einer von der XCW? Nicht wirklich. Ich weiß nicht. Er kennt dich aber, glaube ich. Der Sieg. Shooting Star Sieg. Mit dem habe ich gechattet, ja. Da gibt es ja Fehde jetzt zwischen WXW und XCW. Da sagt der Hate, das ist ein Backyarder und der andere sagt wieder, er hat mit Jeff Rocker trainiert und der ist ein Profi und so. Was hältst du denn von dieser Fehde? Ich muss sagen, dass ich... Ganz ehrlich, objektiv, egal, wenn das jetzt auch andere zwei liegen werden, bin ich eher dafür, dass die XCW. XCW. Also ich muss sagen, wenn die wirklich mit Jeff Rocker trainiert haben, ich habe den leider noch nicht gesehen, aber der ist schon lange dabei, ich glaube auch 6 Jahre oder so, dann hat er sicher einiges an Erfahrung gesammelt und dann finde ich das um einiges besser, als wenn untrainierte Leute in den Ring gehen. Auf jeden Fall. Und dann finde ich es auch nicht ganz okay, wenn Hate denen vorwirft, Backyarder zu sein. Weil wenn die über Monate oder so mit einem Profi trainieren, dann werden die schon einiges mehr drauf haben. Also ich habe von denen noch keine Veranstaltung gesehen. Ich weiß nicht, warst du bei einer Veranstaltung? Nein, noch nicht. Ich habe Clips gesehen. Im Internet ist schon teilweise sehr beeindruckend, aber wie gesagt, Clips sind natürlich nicht das Gelbe. Also wahrscheinlich nur das, aber vielleicht buchen sie bald einen Österreicher. Ja, möglich. Kontakt besteht. Möglich. Anfragen wollen schon. Norliga, die GWF,
Ahmed Chairs Promotion, kann man sagen. Da tut sich nichts im Moment. Wir haben natürlich in den letzten Jahren sehr gute Shows, qualitativ sehr gute Shows gehabt. Voriges Jahr zwei Stück. Ich glaube, vor zwei Jahren waren es auch zwei oder drei. Aber jetzt steht das Ganze. Wie siehst du die Zukunft in der GWF? An welchen Mitteln fehlt es Ihnen? GWF, naja, auf jeden Fall. Also jeder von der GWF, der ist mit dem Herz dabei und so weiter. Und es hat da einige Probleme gegeben, auch mit der Halle und so weiter. Du kennst die Halle, wo sie das letzte Mal, die letzten Veranstaltungen waren, die hat man bis April, soweit ich weiß, nicht nutzen können oder Mai oder so, weiß ich nicht. Und das war der Grund, warum sie dort keine Veranstaltungen gemacht haben. Und die werden die alte Halle geheißen, da wo wir früher waren. Böcklerpark, ja genau. Du kennst da das Problem, was da war. Ja, da hat es mit einer anderen Liga Probleme gegeben. Genau. Und das sind halt Sachen. Sind die schon soweit? Ich wollte gerade, wir haben gerade jetzt ein Bier geholt, Corona übrigens, wir dürfen hier Werbung machen, ist egal, ist scheißegal. Das zahlt eh keiner was. Es riecht nämlich schon verdammt, ja, es gut. Riecht lecker. Aber es täuscht ein bisschen. Ich werde jetzt kurz einmal mit der Kamera hierher schwenken, im Stile von Alfred Biolek. Das ist sehr gefährlich, wenn die Kamera da eine rutscht. Das kann ich nächste schon mit Anna filmen. Also, so schauen die aus, diese Fleischleibchen. Heißen übrigens Bot-Hamburger. Rezept von Jamie Oliver, der Naked Chef. Aber ich bin nicht nackt. Das ist Künstlername. Ja, wo sind wir stehen geblieben jetzt? GWF. GWF. Die GWF macht selber im Moment wenig bis keine Veranstaltungen. Also sie haben jetzt das Amateur-Ringer-Turnier gehabt, wo René Jersey, soweit ich weiß, zu Gast war, als Ehrengast. Ja, oder? René Jersey, CCC, Catch-as-Catch-Cam, Präsident, ja, oder Jersey, so. Jersey. Vogelsammer war nicht dabei, oder? Glaube nicht. Vogelsammer, ja, ich sag mal was, aber kenne ich nur vom Namen. Aber man darf nicht vergessen, dass jede Woche irgendwelche GWF-Wrestler auftreten, bei Veranstaltungen, egal, Frankreich oder Deutschland, Österreich, egal wo, sondern immer mindestens einer, also, der auftritt. GWF ist praktisch im Moment die Exportliga. So kann man sagen, aber man sieht, dass das Konzept aufgeht von denen, und jeder Wrestler, der aus der GWF-Schule kommt, ist absolut top. Also ich war selber oft beim Training dabei und muss echt sagen, Respekt vor jedem, der dort trainiert und der das Training durchhält, das ist sehr hart. Aber ich habe sowieso von jedem GWF-Wrestler sehr viel Respekt. Und was ist jetzt das Erfolgsrezept der GWF? Dass sie eben das, ich weiß nicht, wie lange die braucht haben, wenn ich einen René Leit anschaue, der ist vielleicht zwei Jahre dabei. Haben die das Talent oder liegt es da wirklich an den Schülern, an den Lehrern? Ich würde sagen, größtenteils liegt es an den Lehrern, weil die auf jeden Fall, es ist schwer zu sagen, sie trainieren die Schüler sehr hart, aber wenn jemand ein gewisses Ziel erreicht, das heißt, wenn er gut ist, verdient er sich automatisch den Respekt von den ganzen anderen Schülern und auch von den Trainern. Und das motiviert natürlich den Schüler und er trainiert weiter und er steigert sich, er verbessert sich. Und das ist, glaube ich, so das Erfolgsprogramm, was die haben. Die haben zweimal in der Woche wirklich knallhartes Training von 2 Stunden. Da wird richtig Vollgas geben und jeder ist nach dem Training kaputt. Also fertig, aber jeder freut sich aufs nächste Training, damit er mehr lernt. Und das ist genauso, wie es sein soll. Es ist sehr an Japan angelehnt, das Training, das die machen. Also sehr gut. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe da gehört, dass es eine gewisse Rangordnung gibt bei dem Training. Kannst du das vielleicht ein bisschen erklären, wer da der Leiter ist des Trainings und wer da die anderen, die Schüler? Gibt es da einen Chef-Lehrer und dann? Crazy Sexy Mike ist der Cheftrainer und Ahmed Chair ist auch einer der Trainer, also ich würde sagen, er ist aber unter Crazy Sexy Mike, weil Crazy Sexy Mike die Schüler am öftesten trainiert, am meisten trainiert. Also. Und ja, Ahmed Chair, und wenn die beiden nicht da sind und es ist, findet ein Training statt, dann wird einer der erfahrenen Wrestler das Training übernehmen, Flying Dragon oder José López. Also das sind die Top. Was ist mit Carlos Cachera eigentlich? Ich habe jetzt irgendwas gehört, dass der jetzt retired ist. Stimmt das jetzt, oder? Ja, aber dazu möchte ich nichts sagen. Nichts. Gibt's da. Nein, das ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Ja. Nachwuchsleute in der GWF, wen siehst du da jetzt stark im Kommen? René Leit haben wir kurz angesprochen. Auf jeden Fall, ja, René Leit,
Topmann, der ist glaube ich 17 oder 18, ist einfach von so wie er sich bewegt im Ring, so wie er die ganzen Aktionen zeigt und so weiter, ist einfach spitze. Er hat auch das Aussehen, er schaut gut aus, er muss Gewicht zunehmen, aber das wird er schaffen, das ist kein Problem. Und ich hoffe, dass er dabei bleibt, dass er wirklich das ganze Knall hat durchzieht, weil er hat das Talent. Und das sieht jeder, der im Ring sieht, der weiß, dass er das Talent hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er sehr weit bringen wird. Und es gibt noch einen, Matt Summers, der ist erst sehr kurz dabei, aber hat auch schon über 100 Kilogramm und schaut, das, was er macht, hat Hand und Fuß, ist ein guter Wrestler. Könnt ihr so einen guten Allrounder entwickeln? Ja, auf jeden Fall. Und er hat auch viel Respekt und das ist ganz wichtig bei jedem Gewerbeschüler. Er zeigt zu jedem, wenn man ihnen einen Tipp gibt oder was auch immer, jeder bedankt sich, jeder hat Respekt für den anderen. Und das vermisst man bei 90% der anderen Europäer oder anderen im deutschsprachigen Raum. Gib mir mal irgendwie in Österreich einen Tipp oder so. Ja, dem ist das eigentlich egal, weil jeder schon ziemlich einen großen Kopf hat. Ich rede von den Rookies. Und von den Gewerbeschulen ist es einfach nicht so. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Also ja, Matt Summers und René Leid, das würde ich jetzt von den Nachwuchsleuten sehen. Also Barisch zum Beispiel würde ich nicht mehr als Nachwuchsmann sehen, weil er schon länger dabei ist. Barisch muss man auch nichts sagen. Was ist mit dem Drunken Marcel? Ist der eher mehr nur so Spaß dabei oder willst du eigentlich auch schaffen? Den habe ich leider nicht so oft gesehen. Ja, ich glaube, der macht es eher aus Fun. Also ich habe nur zwei, dreimal gesehen bei den GWF-Shows. Wenn er es wirklich ernst durchzieht, dann weiß ich nicht, dann muss er sich wahrscheinlich schon noch ein bisschen steigern. Ich glaube, da sind ihm die anderen noch ein bisschen voraus, aber vielleicht motiviert ihm das ja, wenn die anderen, dass er sich halt verbessert. Also es kann ja oft schnell gehen, dass man dann sieht, dass man hinten ist und sich dann absolut verbessern muss, damit man weiterkommt. Wenn man jetzt den Namen GWF erwähnt, denkt man sofort an die Ladies. Die haben sicher die besten Ladies im Wrestling-Business im deutschsprachigen Raum, sage ich mal, und gleich drei an der Zahl. Deinen Kommentar kurz zu der Entwicklung der Frauen im Wrestling, jetzt bei der GWF-Speziellen, wir haben nicht so viel. Missy Blonde, Bea und Vampiria, ich meine, sind ja auch nicht so schlecht, oder? Gegen die GWFler. Wie man sieht auf der EWA-Homepage, ewa-wrestling.com, da ist die Rangliste der Damen drauf. Nummer 5 ist Jessie B. Es liegt daran, dass sie nicht so häufig arbeitet, aber sie ist das, was sie im Ring macht, das ist auch nicht schlecht oder so. Also sie ist sehr souverän, auf jeden Fall. Nummer 4 ist Nikita aus England. Die wird sich aber noch verbessern, weil die ist auch noch nicht so lange dabei, glaube ich, aber die hat sich schon sehr verbessert. Nummer 3 ist Blue Nikita, GWF-Schüler. Die ist sehr gut. Also sie gefällt mir aber im Training noch einiges besser. Da ist sie echt sehr, sehr gut. Also wie im Ring. Ich glaube, sie ist so, dass sie sehr nervös ist bei den Kämpfen oder so, oder vor den Kämpfen. Und Nummer 2, Missy Blonde. Ja, das macht nichts. Da kommt ein Gast. Kannst du was willst du machen? Ja. Küche? Das ist jetzt, wollten wir eigentlich machen. Ja. Familienmitglied will was essen. Wir machen ein Interview. Vielleicht später. Oder Christoph, du kannst einen Burger mitessen, wenn du willst. Ja, wir haben genug Burger. Unterbrochen haben wir kurz, man macht aber nichts, gell? Deswegen ist jetzt einen Salat. Dann, ja. Bei wem soll man stehen bleiben? Blue Nikita. Aber nein, Missy Blonde. Wir machen jetzt überhaupt einen Break. Gut. Und zeigen jetzt Ausschnitte aus Irland. Clips kurz. Welches Match willst du denn da mal? Hast du ausgewählt für die Fans? Ahmed Cher vielleicht? Es gibt schon einen fertigen Clip, den kannst du auch schon. Ja. Schauen wir bringen jetzt was aus Irland, IWW. Das war vor kurzem, 2002, glaube ich, war das? Ja. Bringen wir kurz was und dann schauen wir, ob diese Fleischläppchen schon fertig sind. Bis dann. Let's see what they can do this time. They said they're going to outdo themselves. Indeed, a lot of fans here to see this match. And here comes the EWA champion, the ever so popular Crystal Bambi-Killer. Can he pull it? From Graz, Austria, he's the EWA heavyweight champion, Chris the Bambi-Killer!
A huge fan favorite is Christoph Amiker. In with the crowds and all around ringside. Michael Kovac in the ring. He's ready to go. Let's just see if Bambi Killer can do it this time. As he holds up that ever so coveted EWA Championship, and he has defended that title in Europe also since winning it at our last Irish Wrestling Show when he won that tournament, finally defeating Michael Kovac in that TLC match. Of course, went over Ahmed Kerr as well in the first round. Ready to get underway here. Referee is going to call for that. Kovac has something to say. The fans know what this is. TLC. What's Michael Kovac got to say? Just a minute, Bambi. A lot of people witnessed the last time I came within an inch of beating you. It was that close. But tonight, I will fulfill my destiny. I will fulfill my goal of beating you. And if it means that I have to destroy your career, I will take that belt by any means necessary. Here we go, Kovac, run straight in. The bell hasn't, now the bell's rung. We are underway. Referee calls for the bell. Irish whip by Bambi, reversed by Kovac. Kovac runs in straight into a boot. Bambi with that forearm shot, another forearm shot off the ropes. He's coming right at him. Clotheslines him right outside. We get followed through himself. Both men outside the ring. Kovac on the floor. Bambi with a shot to the back here. What's Bambi got in mind? Reversal by Kovac. That barrier. Bambi hits hard at that barrier there. As the crowd letting everyone know what they want. Bambi doesn't look in good shape already, as you can see there. Kovac with that big kick. Kovac is looking for something under the ring. What's he got? Hockey stick, Jamie. What in blue hell is a hockey stick doing under there, Garrett? We've got a lot of stuff underneath. Where's he got? He swings at a ball. He broke it. Can you imagine if he had a hit Bambi Killer with that? That thing just snapped in half. It's the force that he swung him with. Thank God Bambi got out of the way. This match could have been over early. And Bambi's got a chair. Bambi's got a chair here. He's got a... And he's showing the fans exactly what he's got in mind. He's got that chair in hand. And wait a minute, Michael Kovac has a chair on the other side of the ring as well. Both of them, here we go. That's it, that's dangerous. Both men have it. Scott Conway, as you can see, the referee Scott Conway not even getting into the ring. It's all legal, here we go. Smashes. Both dueling with those chairs. Kovac loses it. Gets shot right in the head. Ja, also wir sind jetzt, wir machen da im Steger weiter. Nette Clips. Ja, bitte. Nette Clips übrigens von Ahmed Cher. Also dieses Match muss ein Hammer gewesen sein. Bleiben wir gleich in Irland vielleicht. Obwohl, das ist natürlich jetzt der Blödsinn, weil wir haben eigentlich über die Ladies gesprochen. Also gehen wir wieder zu den Ladies Talk. Ja, du hast diese Rangliste erwähnt. Ja. Und also ich bin bei Missy Blunt stehen geblieben. Missy Blunt ist Nummer 2? Missy Blunt ist Nummer 2. Ja, Missy Blunt hat sich ganz stark verbessert. Das zeichnet schon das Training mit Michael Kovac aus, auf jeden Fall. Jede Woche und mehrmals in der Woche und so weiter. Schon, also muss man schon sagen, die Sachen, die sie zeigt, die sind wirklich gut und man sieht, dass sie hart trainiert. Und ja, Nummer 1 ist Wessner. Ja, unangefochten. Unangefochten, ja. Ich glaube, da muss man nicht viel sagen. Wenn man es im Ring sieht, wie sie sich bewegt und so weiter, das spricht für sich selber. Also Nummer 1 auf jeden Fall. Ein bisschen was könnte man natürlich noch bei ihr verbessern. Ja, würde ich sagen, den Seillauf, den haben die Ladies noch. Das ist das Problem, ja, das ist das Problem bei den GWF Ladies oder überhaupt bei den GWF Wrestlers. Es gibt im Samurai, wo die trainieren, keinen Ring. Also es soll ein Ring kommen, aber es gibt keine Ringseile, wo sie laufen können. Das sollten sie auf jeden Fall verbessern, aber das ist das Einzige. Das hat nämlich die Missy Blunt Intus. Also ja, das stimmt, ja, weil sie im Ring trainiert. Also, aber sonst ist die Wessner perfekt. Also, Ahmed. Von der
ja, ich würde sagen, vom Präsentieren jetzt im Ring, hat mich die Missy Blonde noch nicht so richtig überzeugt. Sie hat noch irgendwie ich glaube, fehlt ein bisschen am Selbstvertrauen. Aber wenn sie jetzt, ich habe sie in Frankreich zum Beispiel nicht gesehen, aber ich glaube, wenn sie da vor ein paar tausend Zuschauer kämpft, dass dann das mit dem Selbstvertrauen kein Problem ist, weil dann kommt das von ganz allein. Ja, Nikita hast du angesprochen, du kennst Nikita, schon ein paar Mal gesehen, aus England. Ja. Das war die einzige, glaube ich, aus England, oder gibt es andere auch noch, die in England zu erwähnen sind? Klondike Kate? Oder wie? Ja, das, wie gesagt, Frauen bitte, keine Mischlinge. Ja, sonst fällt mir auch keiner aus England ein, aber darum arbeitet ja Nikita eigentlich am meistens mit Männern. Und dann wollte ich noch was ansprechen. Wäre es uns vielleicht einmal fürs Publikum was, oder hier eine Show zu veranstalten mit rein, nur mit Ladies vielleicht? Ich meine, die Idee da, ist schon angesprochen worden. Da würden nicht einmal so viele Wrestling-Fans kommen, vielleicht einfach zur Attraktion halber. Das schon. Das Problem ist nur, dann wird es mit dem Spurt, der Spurt fällt dann einfach komplett weg, weil die Leute dann dorthin kommen, die wollen nur nacktes Fleisch. Genau, und das wollen die Mädels, die da sind, die Wrestlerinnen auf keinen Fall. Und das muss man ja hoch anrechnen, weil jede von den Wrestlerinnen, die in der Top 5 jetzt drin ist, schaut sehr, sehr gut aus und die könnten das genau so auch machen. Aber sie machen es nicht, sie überzeugen mit Leistung und das muss man ja hoch anrechnen und sie wollen das auch so. Und es war ja auch kurz ein Thema, dass die GWF Ladies ein Tryout in Japan anstreben. Ich habe da ein Video geschnitten für sie, was ist da rausgekommen? Hat man das Video weitergeschickt? Oder hat das wer bekommen? Oder? Den Kontakt habe ich eingeleitet. Der Kontakt besteht ja immer noch weiterhin und da wird im Moment gerade dran gearbeitet. Mehr kann man noch nicht sagen. Also ich finde, Wessner ist auf jeden Fall bereit dazu. Ja, jetzt sind die drei Ladies jetzt, dass man schauen kann, wie weit ungefähr sie noch, oder sie schon, was sie erreicht haben jetzt in dem Alter. Ich glaube, Wessner ist, glaube ich, knapp bei 18, 19. Nein, Wessner wird 20 jetzt. Wessner wird 20, Nikita, glaube ich, gleich alt. Oder ist Nikita, ich glaube, sie ist ein bisschen älter, ja. Und Jesse ist, glaube ich, noch ein bisschen älter. Ich weiß es genau, Alter von jetzt, von Wessner weiß Anfang es. Anfang 20 alle. Ja, ich glaube, Jesse ist ein bisschen älter, was ich gehört habe. Ja, auf jeden Fall ein sehr guter Alter. Ein ausbaufähiges Alter eigentlich nur. Yep. Die Missy Blonde ist jetzt um 23, 24. Was hat die noch für Ziele, weißt du das? Die genauen Ziele weiß ich nicht, nein, aber wenn sie Traum bleibt, also ich würde auch zutrauen, dass sie in Japan kämpft. Schon. Weil sie ist eine gute Arbeiterin, sie ist nicht wehleidig oder sowas, was schon mal sehr wichtig ist. Und sie schaut auch sehr gut aus und das sind Sachen, die sie einfach sehr gut verbinden kann und die sie ja verbinden muss. Du hast gerade das Aussehen angesprochen von der Missy Blonde. Schauen wir jetzt gerade die dicken Fleischleibchen an. Sie hat ja eine Brustoperation. Sie hat eine Brustoperation hinter sich, stimmt das? Kann ich nichts dazu sagen. Na gut, dann. Ich glaube, das will sie ja nicht. Wenn sie eine hätte, glaube ich nicht, dass man drüber reden sollte. Das schaut schon sehr verdächtig aus. Wir werden noch eine Wende machen. Was können wir denn noch ansprechen? Jetzt gehen wir mal für die Ladies weg, weil sonst wären wir ja ganz, ich würde fast schon sagen, notgeil. Aber wir sprechen was anderes an, Chris. Ein bisschen dein Privatleben vielleicht. Du bist noch immer liiert. Ich nenne jetzt keinen Namen. Diese Beziehung, wie lange halten jetzt schon diese Beziehung? Weil das wollen ja sicherlich auch Frauen zuschauen hier beim Interview, die sich womöglich Chancen ausrechnen bei dir. Wir haben keine Chance, oder? Och, na also, ja. Ich bin seit über 3,5 Jahren, also bald werden es 4 Jahre, mit meiner Freundin zusammen. Ja, die wohnt aber in Berlin. Es ist halt ein großes Problem, weil sie in Berlin wohnt und ich in Österreich. Aber naja. Plant ihr da schon miteinander jetzt vielleicht für die Zukunft? Nein, also in den letzten Wochen hat es Stress gegeben. Also vielleicht. Stress? Bis das Video rauskommt, vielleicht bin ich dann schon solo. Wer weiß. Ach so, nein, das ist schlecht. Naja. Jetzt rechnen sie aber möglich wieder die Frauen da draußen Chancen aus. Also jetzt haben wir eigentlich wieder die Türen geöffnet für manche, wenn möglich. Kriegst du direkte Angebote nach Shows, vor Shows, während Shows? Ja, doch, das kommt schon. Direkte Angebote gibt's. Doch, das gibt's schon. Also ist ja nicht unbedingt schlecht. Also ich meine, ich bin ja treu auf jeden Fall, aber wenn Angebote kommen, fühlt man sich ja schon geschmeichelt. Und wenn Geschenke kommen oder Fotos. Was gibt's denn da für Geschenke? Och,
verschiedene Sachen, also so schon höhere Preisklassen. Also gibt schon einige Sachen, doch. Unterwäsche von Damen womöglich, oder? Nein, mit Damenunterwäsche fange ich nichts an. Ich krieg schon Sachen für mich geschenkt, zum Beispiel. Aha. Also Damenunterwäsche ist natürlich auch toll, aber ich schaue nicht so gut drauf drinnen aus. Also. Was war denn das Lustigste oder das originellste Geschenk, was du bekommen hast von einer Fan? Oder muss ja kein weiblicher Fan sein, kann ein männlicher sein. Shit, ich habe was gewusst, vor ein paar Tagen, wenn man darüber nachdenkt. Da du hast ich, so viel gekriegt? Nein, ich habe was Cooles gewusst, aber es fällt mir jetzt im Moment nicht ein, aber das war auf jeden Fall ziemlich lustig. Und der Herr Landau hat schon seine erste Bierflasche gekillt. Erste Bier ist geleert, ein Corona, das sind eigentlich die leichteren Biersorten. Es steht im Kühlschrank noch ein dunkles Ottergringer, ich mache jetzt ein bisschen Werbung, und drei Flaschen Budweiser, die allerdings nicht mir gehören, ich weiß nicht, was man da geleert wird. Geschenke. Da gehen wir gleich zum Thema Wrestling und Verdienen. Wie schaut es da aus bei dir? Kannst du halbwegs davon leben? Ich meine, du bist noch nicht richtig, hast du, glaube ich, keine Lehre oder was gemacht. Du hast gesagt, dass du wirst es einmal so probieren. Ja, ja. Du arbeitest nichts, aber du verdienst das sicherlich. Nein, ich arbeite, indem ich wrestle. Das ist meine Arbeit. Ich mache das hauptberuflich, verdiene damit mein Geld, auch mit Promo-Auftritte und Placement und so weiter. Und, ja, absolut keine Probleme damit. Und hast du auch Sponsorverträge bekommen jetzt? So ein paar, ja, so mehrere Sachen, sicher. Also es sind mehrere Sachen auch noch im Moment, die verhandelt werden über Agenturen. Aber kann mich nicht beschweren, auf keinen Fall. Ja, gehen wir mal zum österreichischen Wrestling-Zirkus zurück. Da tut sich nicht so viel. Also es sind vereinzelt Shows, die WWE hat voriges Jahr Shows gemacht. Ich werde jetzt kurz den Braten rausnehmen. Du warst bei den WWA-Shows eigentlich nie dabei. Warum? Was war da jetzt der Ausschlag im Grund, dass die der Freddy Bahn nie gebucht hat? Weiß ich nicht. Also eigentlich hat es kein. Es hat nie Probleme, also nie direkte Probleme gegeben. Ich habe mit keinem von dort ein Problem. Weil wenn Freddy Bahn schon 20 Jahre, über 20 Jahre lang dabei ist, verdient er meinen Respekt, weil er so lange dabei ist und sicher auch einiges geleistet hat. Und wenn er die WWA am Leben erhalten hat, dann verdient er genauso viel Respekt dafür, weil dazu gehört einiges. Ich habe vor jedem Wrestler Respekt, der das, was er macht, gut macht und über einen gewissen Zeitraum macht, auf jeden Fall. Ja, soll eigentlich nie einen Grund geben. Also ich war bei der Lugner City Trophy dabei und das war eine WWA-Veranstaltung. Aber das ist ja schon länger, das war 98, also ja, fünf Jahre her. Ja. Berücksichtigt richtig, hat er dich nicht für seine Shows, sagen wir so, für eine Volksfesteln. Ja, aber das hat er ja nicht wirklich gebraucht, weil er hat ja eigentlich immer genug Leute gehabt, er hat ja nie so viele Leute gebucht und er hat immer Leute gehabt, die aus Wien sind. Aber es war also ja auch der Grund damals mit der BWU, dass du unter Michael Kovac da beim Freddy Bahner nicht so gern gesehen wart damals. Ja, das kann sein. Ja, das kann schon sein. Aber wie gesagt, ich habe mit ihm direkt keinen Stress gehabt oder so. Und er hat sich jetzt, glaube ich, auch aus der Wrestling-Szene sehr zurückgezogen. Und ja, also direkt habe ich mit ihm keinen Stress. Also, könnte ich nicht sagen. Das mit Willi Reichel war sicher ein Problem. Vielleicht hat er sich da ein bisschen am Schlips treten gefühlt, weil halt wer anderer da war. Aber das kann vielleicht das Einzige sein. Jetzt hat der Dirty Harry das Ganze übernommen. Übernommen würde ich sagen, er hat das halt, er leitet das jetzt natürlich unter Obhut von Freddy Bahne. Heuer sind alle Shows abgesagt worden von der WWA, was die Volksfeste betrifft. Was ist da dein Eindruck? Warum? Nein, wenn er das übernommen hat, dann hat er es wahrscheinlich nicht. Hat den Job greift nicht gut das, gemacht. Greift das Produkt Wrestling nicht mehr bei den Volksfesten? Wenn es dort schon immer greift, was ist dann da? Doch, was dann greifen? Das Produkt Catchen und Wrestling, das zieht immer Leute. Es kommt auf die Aufmachung drauf an und es kommt drauf an, wie man sie verkauft. Wenn man jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt Fan war, Wrestling-Fan, und ich würde zu einer WXW-Veranstaltung gehen und ich sehe, 5-6 Kämpfe, wo wirklich nur Leute drin sind, die eigentlich nicht in den Ring kehren. Also egal jetzt, rein vom Optischen, wenn ich einen Wrestler sehen würde und wie einen Wrestler sehen, der 1,90 groß ist und 120 Kilo wiegt oder so. Als krasses Beispiel. Wenn ich jetzt dann Leute sehe, die 1,70 groß sind und 70 Kilo wiegen, im besten Fall, dann fühle ich mich als Fan verarscht und dann warte ich nicht bis zum tollen Main Event. Dann gehe ich heim, weil dann gehe ich nie wieder zu einer Wrestling-Veranstaltung. Und ja, jetzt hat er... Jetzt hat er und das... ist vielleicht bei der WWA am Ende dann auch so gewesen. Wenn man, es sind halt einige Leute dabei,
weiß ich nicht, wir haben einfach nicht genug Training gehabt, würde ich mal sagen. Ich habe heuer gehört, dass von dem Feuerwehrkommandant, der dort halt die Show immer gebucht hat, von Fredi Band, dass der gesagt hat, die Persönlichkeiten fehlen, haben schon voriges Jahr gefehlt und deswegen buchen wir euch heuer nicht mehr. Also Fredi Band ist zurückgetreten, Dirty Harry macht nichts mehr. Jetzt kommen Leute nach wie Peter White, Dennison, Stephen Kane, eben vielleicht noch der Fiverr Rock. Die sind für die Festeln, für die Sachen sind sie zu jung. Du musst bedenken, die Leute dort sind, die sind im Durchschnitt auch 40, 50 Jahre alt oder noch älter, die bei den Festeln sind. Und die feiern aber keiner, der 20 Jahre alt ist. Also vielleicht, wenn er mit einem im Ring steht, der in einem Alter ist und der wirklich ganz böse ist und der die Regeln bricht oder sowas. Aber im Endeffekt ist das keiner, zu dem sie aufschauen, weil das könnte der Sohn sein oder sowas. Aber die würden so nicht verehren oder irgend sowas. Und ich glaube, das fehlt. Und das stimmt schon, dann fehlt der Fredi Bani und Dirty Harry auf jeden Fall. Und meinst du, dass die Jungen irgendwie mal schaffen den Sprung oder müssen sie noch warten? Bis dahin ist ja noch Zeit. Ich meine, der Fiverr Rocker zum Beispiel ist 23 oder 22, ich weiß nicht, wie alt der ist, keine Ahnung. Muss man denen noch Zeit geben bis dahin und sollen wir da Pause machen oder sollen sie da woanders? Na, Pause machen wäre das Schlechteste. Also Dennison oder Briggs oder wie er immer heißt, der auf jeden Fall Potenzial, dass sie auf jeden Fall dranbleiben. Weiß nicht, Fiverr Rock ist ja vielleicht nicht jedermanns Sache. Also einem fehlt halt an Ausstrahlung. Und vielleicht auch das Arbeiten im Ring ist nicht so top, aber wenn Harry sagt, das ist sein Lieblingsschüler, wird das einen Grund haben, ich habe den nicht so genau verfolgt. Also. Gut, da geht es ja sicher auch um Sympathie und. Ja, aber man muss auch als Trainer dann objektiv entscheiden, ist ja, einer gut, wird es einer schaffen oder sagt man das nur, weil man mit einem ein paar Bier trinken will. Ui, ja, es ist nichts passiert. Randaliert. Ja, gut. Ich werde mal kurz einmal probieren. Ja, dieses Fleischlaval ist fertig an sich, es hat lang gedauert. Das sind jetzt 4 Stück, die fertig sind. Vielleicht kannst du, bevor du zum Dinieren anfangst, ich hoffe, das ist durch, weil Fleischlaufen müssen durch sein. Schaut's ist her, ein rohes Fleisch, das ist wurscht. Da schaut's her. So schaut das Ganze aus, was wir gleich zu uns nehmen werden. Das ist besser als im Baumgartner Höhestübel, muss ich ehrlich sagen. Doch billiger. Ja, die WWA, das ist ein leidiges Thema. Wen siehst du jetzt als wirklich aufstrebende Talente in Österreich derzeit? Nummer 1 würde ich sagen, ist Damon Briggs oder Dennison oder wie auch immer. Für mich im Moment die Nummer 1. Nummer 2 Stephen Kane. Oder ja, Stephen Kane und Warwolf, die zwei muss man an zweiter Stelle setzen. Warwolf muss auf jeden Fall sein Arbeiten im Ring, das ganze Wrestling betrifft, auf jeden Fall arbeiten, aber er hat halt schon mal einen tollen Körper und ja, die danach kommen, also boom, die danach kommen, ja, Peter White und so objektiv gesehen, Peter White hat auch einen sehr guten Körper. Peter White, ja, das wollte ich gerade ansprechen, er hat einen Mörderkörper, aber irgendwie wirkt er ein bisschen zu steif, also vielleicht hat er traut er sich nicht so viel oder weiß nicht, vielleicht ist er gehandicapt eben, dass er so einen guten Körper, wenn man so einen guten Körper hat, ist man ja oft eingeschränkt, oder? Das kann sein, ja. Ich weiß es nicht, also objektiv gesehen ist Damon Briggs die Nummer 1, also das muss ich ganz objektiv sage ich das und bei den anderen, zu den anderen habe ich eh schon gesagt, was ich davon denke. Was sagst du zu deinem Mentor? Dann kann man ja also schon sagen, dass der Michael Kovac ist ja dein Mentor. Na, Mentor, also eigentlich mein bester Freund, der war vor 6 Jahren mein Mentor und Trainer. Wir haben seitdem nicht mehr trainiert, seit damals. Also. Aber er ist, sagen wir so, die wichtigste Person, dass du überhaupt zum Wrestling gekommen bist, oder? Das stimmt, ja. Und wie siehst du seine Zukunft jetzt? Er ist jetzt 45? Steuert. Das war böse, das war ein böser Shoot. Nein, das ist nicht. Er steuerte 35 an, wo er gesagt hat, bis 40 wrestelt er und dann hört er auf. Das sind noch gute 7, 8 Jahre. Er hätte ja das Zeug gehabt, vom Talent sich in Amerika unterzukommen. Er war in Amerika ja auch.
Mittlerweile ist die Speise fertig. Und die kriegt jetzt die größte Bambi-Kille. Sehr gut. Reden wir nachher weiter. Reden wir nachher weiter. Ich würde sagen, ja. Ich würde auch sagen, ja. Denn da kann man keine Pause machen. Also da muss man eine Pause machen. Da kann man nicht weiterreden. Danke. Wir schauen uns wieder IWW-Clips an, würde ich sagen. Und zwar was haben wir denn da noch? Wir haben noch vom Herrn Kovac, haben wir gerade gesprochen. Prima natürlich jetzt gleich Clips vom Match zwischen Michael Kovac und Christa Bambi-Killer aus Irland. Oft gesehen die Partie, Kovac gegen Bambi-Killer, aber diesmal in Irland. So noch nie in Island. Irland, nicht Island. Irland. So, ich stecke mir das Mikro wieder an, denn wir sind zurück und wir haben gegessen. Ja. Es war nicht schlecht, aber. Es war sehr gut. Es war aber auch nicht gut. Doch. Nein, es war sehr gut. Hat auch meine Mutter gemacht. Wir haben sie nur mehr rausgebacken in diesen billigen Koch-Werbesendungen, also wo man eigentlich diese Speisen schon zubereitet hat, schon längst und vorher noch das Rohe zeigt und dann 5 Minuten später, ui, was ist denn da? Das ist schon fertig, so schnell geht es ja gar nicht. In dem Fall haben wir lang gewartet, haben geschwitzt und jetzt sind wir praktisch fertig und gesättigt. So, ich werde kurz noch, wir haben noch einiges hier zu fragen. Kurz in der europäischen, in der österreichischen Szene. Du hast Leute angesprochen wie Peter White, Dennison, Kane, das sind alles potenzielle Nachfolger von eben den Leuten, die halt jetzt zurückgetreten sind, wie der Freddy Barne, wie Dirty Harry, wie hat es noch gegeben? Franz Schumann ist ja auch weg vom Fenster, der ist ja mittlerweile ausgewandert. Aber sicher nicht aus den Gründen, warum er Willi Reichel jetzt auswandern würde, sicher nicht. Was sagst du eigentlich zum Franz Schumann? Warum hat er so schnell den Rücken gekehrt? Bist du nicht der beste Freund von Franz Schumann? Nein, bitte ein anderes Thema. Das ist ja übrigens eh bereits. Also Franz Schumann hätten wir das Thema auch schon wieder besprochen. Ist auch nicht mehr der Rede wert, weil er ist weg, er ist in Spanien. Über was können wir sprechen? Spanien, Europa. Gehen wir in ein Land, wo du gewrestelt hast, ich glaube 2 oder 3 Mal schon, in Irland. Kannst du uns da was erzählen über Irland mit der Promotion? IWW, Irish Whip Wrestling war das, war toll auf jeden Fall. Also beim ersten Mal, wie in Irland war, da waren 2 Veranstaltungen. Tatanka war da und Spitzenwrestler aus Europa, also Michael Kovac und Cannonball Grizzly, Robbie Brookside, Ahmed Cheer. Es waren wirklich Top-Leiter und es waren super Veranstaltungen. Also die Zahl an Zuschauern ist gestiegen. Bei der ersten Veranstaltung waren nur 300 circa dort, bei der zweiten waren 600 und bei der letzten, wo ich war, da war Michael Kovac und Mike Kampf der Main Event, der hat natürlich am meisten Leute gesagt. Da waren 1300 oder so, glaube ich. Also es war toll, also war auf jeden Fall gut. Die Werbung stimmt, also es hat sich auch gesteigert. Beim ersten Mal war nicht so viel Fernsehwerbung, also eigentlich gar keine. Aber bei der letzten Veranstaltung, da waren wir dann schon beim Frühstücksfernsehen vom größten irischen Sender. Es war ganz toll, da hat man nach 2 Stunden Schlaf schon aufstehen müssen. Also die Werbung hat gestimmt und die Zuschauer sind gekommen. Und da war bei der letzten Veranstaltung war Jack the Snake Roberts als zweiter Stargast nach uns. Er war in Deutschland auch schon einmal bei der WXW. Er war dann nochmal angekündigt bei der NRWA. Du hast ihn persönlich kennengelernt, hast du mit ihm ein paar Worte gewechselt? Ja, er hat sie mit uns die Garderobe geteilt. Prost. Oha. Nicht schlecht. Prost. Können wir gleich, passt ja ideal zu Jack the Snake Roberts. In Essen hat er den einen oder anderen Whisky gekippt. Er hat auch in Irland innerhalb von 5 Minuten Flaschen Whisky gekillt. Respekt, das war sehr Aufwärmprogramm, aber ich muss sagen, er ist sehr, sehr nett und sehr, das ist auf jeden Fall, da kann man nichts sagen. Und der Respektperson, also so wie der Typ ist knapp 2 Meter groß und die Stimme, die der hat, also die kommt, das ist schon
da hat man schon Respekt, wenn man mit dem spricht. In Irland war zuvor gar nichts, da war Tote Hose da drüben, oder hat es stimmt. Auch nein, es war vor... Es war praktisch neues Territory. Und das Konzept ist auch aufgegangen, also es sind wirklich, also die Halle, die war riesig groß, also ich glaube, da würden 2500 Leute, schätze mal, würden reinpassen, aber es war sehr voll und es waren nur gute Leute dort. Bei der letzten Veranstaltung, Johnny und Jody waren dabei, die haben ein absolut geniales Match gehabt. Das Finale war ja da das Turnier um die EWA-Weltmeisterschaft. Da war das Finale dann Michael Kovac und gegen mich. Das war das Finale, das war ein TLC-Match. Das habe ich für mich entscheiden können. Und dann ist der Rückkampf angesetzt worden. Und das TLC-Match hat sehr, sehr gute Kritiken gehabt. Und das Rückmatch auch. Also es waren beide am selben Level. Also waren beide sehr gute Kämpfe. Ja, ich glaube, also es ist schon, die IWW hat noch Veranstaltung geplant gehabt für April, die ist aber leider abgesagt worden. Sehr, sehr schade. Also war eine Liga mit, die eigentlich, wo ich gesagt habe, die Zukunft, weil wirklich alles passt hat. Zweimal warst du dort, kann man sagen. Ich war zweimal in Irland und drei Matches, aber beim zweiten Mal dort war, habe ich noch in Nordirland auch noch eine Tour gehabt. Das war Wochen. Also es war toll. Also Nordirland war es ja, weil Irland und Nordirland ist ja komplett was anderes. Also Nordirland war super. Viel Spaß mit Michael Kovac und Robby Brookside gehabt. Warum hat sich bis jetzt England noch nicht so ergeben für dich? Warum hat es da was ich habe ein Angebot aus England gehabt. Ich hätte für Scott Conway arbeiten können. Das Problem ist da, dass die Ringer in England viel weniger verdienen wie bei uns. Dafür arbeiten sie halt öfter. Aber es ist natürlich, wenn du jetzt von da verwöhnt bist, die Gagen sind gut und so, wenn du dann nach England kommst und für ein Viertel oder so arbeiten sollst, in den Ring steigen sollst, ist ein Problem. Aber ich will auf jeden Fall nach England. Ich will auf jeden Fall, also mein Ziel ist es eigentlich, ich will nicht in die WWE oder sowas, oder so ein Ziel nicht, aber mein eigentliches Ziel ist, dass ich in jedem Land irgendwann mal gekämpft habe. Das wird man zwar nicht schaffen, aber das wäre mir am liebsten. Also, dass ich in jedem Land irgendwann mal gewesen bin, das wäre schon, das war das Beste. Ulf Herrmann hat, sagen wir so, jetzt kämpft er schon länger in der FWA. Ist es vielleicht sein Vorteil, dass er einer der Größten ist im deutschsprachigen Raum, wenn nicht der Größte, und dadurch die Aufmerksamkeit auf sich gewonnen hat? Oder waren es einfach nur Verbindungen, Connections, die gemacht worden sind, dass der Ulf jetzt da ständig in England wrestelt? Ne, Ulf ist ja nicht schlecht. Also Ulf ist lang dabei. Und er war ja vorher ein paar Mal in England, aber durch das hat man ihn halt kennt. Also ich weiß nicht, wie es genau da zustande gekommen ist, dass jetzt wirklich regelmäßig drüben ist. Aber na, solange er es machen kann, und Ulf schaut im Moment wirklich top aus, kann man nichts sagen, und er weiß, wie er die Leute zum Unterhalten hat, und das ist natürlich wichtig, und warum nicht, also ja, Ulf ist eigentlich ein ganz guter Mann. Also du hast keine Probleme mit Ulf? Nein. Aber der Michael Kovac hatte Probleme, kurze Zeit. Ja, wenn Michael Kovac Probleme gehabt hat, aber Musik kann ich haben. Ein Kleidungsstück, kannst du dich noch erinnern? Vage, ganz vage. Ja. Es gibt ein Foto, wo du das Kleidungsstück anhast. Also ich bin keiner, der sich jetzt anscheißt, aber ich muss ehrlich gestehen, Ulf Herrmann möchte ich nicht begegnen. Vielleicht nimmt er mir noch diese Aktion übel, oder vielleicht hat er mir auch schon vergessen. Ja, ich muss sagen, Ulf, also ich mag ihn Ulf. Ja. Egal, also ich habe von Ulf keine Angst oder sowas, weil ich denke, dass Ulf keine unüberlegten Sachen machen würde oder sowas. Ulf ist ein sehr intelligenter Mann, und wie gesagt, vom Wrestling her, der hat immer gute Kämpfe gebracht. Im Moment konzentriert er sich entweder auf Comedy oder Hardcore. Das macht er halt am liebsten, darum macht er das halt am öftesten. Ganz einfach. Und wenn, solange er es machen kann, warum nicht? Aber er ist immer wieder dazu bereit oder in der Lage, dass er technisch einen guten Kampf macht, wenn der richtige Gegner da ist. Ich erinnere mich an Schlachten mit Big Tiger Steel und so. Kann man nur sagen, das waren wirklich tolle Kämpfe. Ringschlachten, wirklich. Was war dein Highlight in den letzten 3 Jahren, sage ich mal, nach der PWU? PWU war ein Highlight, ja. PWU war sicher ein Highlight in einer gewissen Weise, aber was war für dich, sagen wir so, oder was waren für dich die Highlight-Matches in den letzten 3 Jahren, so angefangen von 2001 bis jetzt? Also, es hat in Amerika einige Kämpfe gegeben, die sehr, sehr gut waren. Ich habe jetzt vor kurzem erst ein Interview gelesen von einem Wrestler, der mit mir einen Kampf gehabt hat in Amerika, und ich habe das durch Zufall gefunden, und der hat auch angegeben, dass der Kampf mit mir, den er da in Amerika gehabt hat, das sein Lieblingskampf war in seiner kompletten Karriere. Er tritt jetzt unter Mike Hardy an, der hat früher
wie ein Frühkassen. Ich kenne das nicht richtig, Namen. Aber es war wirklich ein sehr guter Kampf, muss ich echt sagen. Und tritt für Kanada an, aber wirklich ein toller Mann. Ja, also. Also Amerika war Highlight. Dory Funks Camp, dein Eindruck jetzt, wie war die Zeit? Du warst die Zeit war, ja, die Zeit war gut. Ich muss aber sagen, dass die Camps mit die Qualität abgenommen hat. Mhm. Beim ersten Camp, wo ich drüben war, da waren wirklich nur eingeladene Wrestler da. Da war die WCW war dort, die WWF war dort und das war echt gut. Also Chris Hero war zum Beispiel dort oder Dino Blade und Billy Real. Billy Real ist zum Beispiel auch in Independent-Szene in Amerika sehr bekannt, mit Sabu-Kämpfe gehabt und so. Also es waren echt nur gute Wrestler dort. Beim zweiten Mal war es auch so, wie drüben war, da waren 40 Schüler, da waren, sind die Gruppen aufteilt worden. Und da habe ich eben den Kampf mit dem Mike Hardy, also so heißt er jetzt, mit dem habe ich einen Kampf gehabt und ja, war auch sehr gut. Beim dritten Camp war, das war dann gleich eine Woche direkt drauf, war David Flair. Das war auch schon ziemlich gut und dann ist aber die Qualität schlechter geworden. Ich weiß nicht, an was es liegt, aber... Chris, ich habe mit Chris Hero bezüglich Tory Funk gesprochen, er hat dann gemeint, es ist dann schon nochmal auf Geschäftsbasis von seitens der Funk gelaufen, dass die halt natürlich verdienen müssen mit dem Camp und dadurch irgendwie, dass den Leuten einfach zu teuer war. Ich weiß nicht, wie war das Camp von deiner Sicht aus? War das zu teuer? Ich habe nur fürs erste Camp zahlen müssen. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe für die anderen Camps nicht zahlen müssen. Ich habe sogar fürs letzte Camp, wo ich drüben war, fürs TV-Taping höhere Summe kriegt und also es waren mehrere, also es waren circa $1,000, also es war für ein TV-Taping war es nicht schlecht bezahlt, vor allem weil ich habe mir gut immer bei dem Camp oder bei dem TV-Taping die Hand gebrochen und dann noch einen Kampf gehabt später, aber gut. Das kann passieren. Aber ich kann das nicht bestätigen. Also es ist sicher auf eine gewisse Sicht, weil jeder will Geld verdienen. Jeder muss Geld verdienen. Ohne Geld geht es einfach nicht. Aber was mich betrifft, kann ich nur sagen, dass Dory und Marty sehr, sehr fair waren und zu mir das gesagt haben, dass ich nichts zahlen muss. Also das erste Camp habe ich bezahlt. Es waren knapp $1,000. Aber danach nicht mehr. Und über 6 Camps, glaube ich, gehabt. Also Und du würdest, also ist es jetzt ein Camp, das heißt Camp, Trainingslager, ist es für dich nicht mehr förderlich, wenn du jetzt hinfliegst und sagst, du nimmst wieder an einem Camp teil, bist du da schon so gut, dass du sagst, du brauchst das jetzt nicht mehr, oder? Ich würde nicht sagen, ich bin so gut oder sowas, das hängt nicht damit zusammen. Das ist so, darum sage ich, dass die Qualität ein bisschen abgenommen hat. Beim ersten Mal war es so, dass, ich weiß nicht, es ist schwer zu beschreiben. Am Schluss war es dann nur mehr so, dass es waren einige Profi-Wrestler dabei, Erik Schwarz war dabei, Michael Kovac, Robert Fasser und ich war dabei, die Profi-Wrestler, und dann waren mehrere Wrestler, die vorher noch nie, also die waren noch keine Wrestler, die haben sind das erste Mal dort gewesen, naja, und haben trainiert. Klar. Und da ist dann das große Problem, weil du musst dann als Trainer einen Schnitt finden, wie du was beibringst, weil die was noch nie im Ring waren, wollen was lernen, und die, was aber schon ewig dabei sind, so wie Robert Fasser, der seit über 10 Jahren dabei ist, dem kannst du natürlich nicht das Gleiche beibringen wie einer, der noch nie im Ring war. Das macht einem keinen Sinn. Und deswegen hat er uns dann wieder komplett andere Sachen gezeigt. Was heißt gezeigt? Es geht ja um einen amerikanischen Stil. Der amerikanische Stil ist ja wieder anders, wie der europäische und dann der japanische. Und solche Feinheiten sind immer wichtig. Darum, man lernt nie aus. Also auch wenn Wrestler perfekt sind, auch wie, ich weiß nicht, also ich würde nicht sagen, dass Ric Flair was lernen muss oder so, aber es gibt sicher auch Dinge, die er nicht weiß. Und deswegen, als Wrestler lernt man nie aus. Also eigentlich lernt man im ganzen Leben nie aus, aber als Wrestler im Speziellen, weil es wirklich so ein breit gefächertes Fach ist und es gibt so viele verschiedene Stile und so verschiedene Sachen, die man einfach kennen kann oder kennen muss. Warum hat es dann im Endeffekt nicht geklappt dann mit einem längerfristigen Deal mit irgendwelchen US-Ligen? Du warst ja knapp davor zu wechseln in die WCW. Ja, also bei der WCW war das einzige Problem, dass die Liga verkauft worden ist. Also ich habe fast alle E-Mails noch daheim vom Terry Taylor. Ja. Das Angebot war da, es war alles schon besprochen, die Flüge waren gebucht und so weiter. Aber das war das einzige Problem, dass die Liga verkauft worden ist. Ja. Und
Das war das Einzige. Also zu mir, mir hat der Terry Taylor angerufen und hat zu mir gesagt, er weiß nicht, wie lange die selber überhaupt noch Arbeit haben. Darum kann er nichts mehr versprechen. Er hat gesagt, keiner weiß, wie lange es die Liga noch gibt. Es kann sein, dass morgen alles komplett verkauft ist. Ja. Und bei WWE, Tory Funk ist, weil Johnny Ace ist ja eigentlich ein Schützling vom Tory Funk. Er hat ihn nach Japan gebracht und Johnny Ace war jahrelang in Japan und hat dort sehr viel Geld verdient und deswegen sind die oft in Kontakt und Johnny Ace fragt immer wieder nach mir. Das ist ein Angebot von der WWE, war da. Ich hätte auch bei der WWE letzten Oktober kämpfen können, da waren sie in Florida, hätte ich 3 Tryout-Matches haben können. Ich selber bei NWA TNA, bin ich mit Bob Ryder in Kontakt. Sobald ich in Amerika bin, kein Problem, ich kann sofort Kämpfe haben tun und so weiter, egal jetzt, ob es bei der WWE ist oder bei NWA TNA. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist halt, ein Problem ist die Arbeitserlaubnis, das ist ganz klar. Das System ist halt leider so, dass wir sind, so wie der Michael Kovac immer sagt, wir sind am falschen Kontinent geboren. Was ich aber nicht ganz so sicher, weil mein Ziel ist nicht unbedingt Amerika, weil mir der Stil nicht so zusagt. Ich würde lieber nach Japan gehen. Aber du hast aber das Ziel gehabt, einmal zu landen in Amerika und dort länger war, zu wohnen? Ja, nein, klar, wie das mit der WCW so war, dass ich der Flug schon bucht war und das Ganze. Ganz klar, weil wenn das Ziel so neu ist, ja, dass ich nur meinen Flug, in den Flieger einsteigen muss und dort aussteigen muss und in den Ring gehen kann, dann ist es sowieso klar, dass ich für die nächsten paar Jahre das mache, drüben in Amerika. Aber wie gesagt, was ich am liebsten machen würde, ist wirklich, dass ich auf irgendwo, egal wo, in jedem Land einmal gewrestelt habe. Das wäre mein Ziel, weil ich wirklich die Leute, also die verschiedenen Leute, die verschiedenen, weiß nicht, die ganzen Länder kennenlernen will. Das würde mir am meisten reizen. Und natürlich in Europa jetzt dann einen gewissen Stellenwert zu bekommen. Du bist ja schon einer von den Top-Leuten da. Es ist ja so, in Europa, du kannst die Top-Leute von Deutschland jetzt, Ulf, Erik, Carsten, Eckstein und so weiter. Top-Leute in Deutschland. Du hast angesprochen Ulf Herrmann, Patrick Schulz, Erik Schwarz, sind alles Schwergewichte. Haben sie die drauf? Die Schwergewichte setzen sie ein bisschen ab von den Leichtgewichten, die dann ein bisschen ins Lächerliche, in die Lächerlichkeit gestellt werden. Irgendwie. Wie zum Beispiel jetzt sagen wir mal die ganzen Highflyer, die Pseudo-Highflyer. Ist der Wrestler, jetzt der typische Wrestler, einfach ein Schwergewicht? Muss er das sein? Er muss es nicht sein, aber ich meine, im besten Fall ist er das. Weil ein Highflyer kann zum Beispiel wie Leon van Gasteren, der einfach einen muskulösen, massiven Körper hat. Also er ist zwar ziemlich klar, aber er schaut trotzdem aus wie ein Wrestler. Und auch mit Cher zum Beispiel, der über 90 Kilo wiegt. Die sind Wrestler, die man ernst nehmen kann im Ring. Ja, aber es gibt dann schon noch wirklich Leute, ich will ja keinen angreifen, aber wenn einer Kann ich ruhig Namen nennen. Ja, nein, ich kenne die Namen leider gar nicht so von den ganzen. Ich will keinen angreifen, aber wenn einer wirklich ein Ganzkörperbody in einer Colaflasche machen kann, ja, dann ist das leider so. Den kann man leider nicht ernst nehmen. Das ist sehr nett, Herr Landauer. Das ist sehr nett, weil wir fliegen Minkel rein, das ist nämlich mörderisch heiß hier. Gut, und deswegen waren die auch schon in Kanada oder Amerika oder sonst wo. Genau, das ja, Qualität zeichnet sie immer ab oder setzt sie immer ab von den anderen Leuten, ganz klar. Was hältst du eigentlich von den ganzen Internetleuten? Du bist ja sicher auch oft im Internet, du liest ja auch oft das Ganze. Ja. Wie sehr ernst nimmst du das Ganze? Geschreibe, Gestreite? Von den Streitereien kriege ich gar nichts mit. Also ich lese nur die Sachen, die mich auch selber betreffen, wenn irgendwas über Veranstaltungen geschrieben wird. Natürlich lese ich mir auch Kritiken durch und so. Nur wenn wirklich ein 12-jähriger Fan, der alles schlecht macht und alles besser weiß, interessiert mich das natürlich nicht, das überspringe ich dann schon. Aber wenn ein Fan, darum ist zum Beispiel Moonsault nicht wirklich so ein Board, wo ich gern bin, weil da sind so viele, die glauben, sie haben was zum Sagen und so. Das Cage Match zum Beispiel, hast du Cage Match? Ich kenne die Seite, aber ich bin da eigentlich fast nie. Die ist aber um einiges besser, wenn ich jetzt den richtigen Namen genannt habe, ist der auf jeden Fall. Cage Match, wow. Das ist um einiges besser, weil da wird nicht alles schlecht gemacht oder so, sondern wenn es Kritik gibt, dann kann man die Kritik auch verstehen. Ja? Also keiner schreibt irgendwie so einen Blödsinn, wie es leider
bei anderen Foren ist und so anderen Seiten ist. Ja, und was hältst du von generell vom Internet in Bezug auf Wrestling? Also da schlecht, sehr schlecht. Schlechter Einfluss. Weil ja, auf jeden Fall. Drum, ich bin aber im Laufe der Zeit erst draufgekommen. Es hat auch ein bisschen gebraucht bei mir. Aber ich bin jetzt im sechsten Jahr, ja, im sechsten Profi-Jahr. Man lernt, das Thema haben wir vorgehabt, man lernt nie aus und so, aber das Internet ist ganz schlecht fürs Wrestling. Vor allem, weil so viel Blödsinn einfach auch drinsteht. Und ja, das ist einfach tödlich. Also in Frankreich jetzt, wenn ich jetzt Frankreich vergleiche, da ist das Wrestling ja eigentlich total noch dem Kayfabe treu. Da gibt es praktisch gar keine Werbung über das Internet. Man will das gar nicht, dass man... Eben, genau so sich ist er. Genau, das möchte ich ja. Das Internet ist total getrennt vom Wrestling. Und die haben auch ihre 500 bis 1000 Zuschauer. Die haben auch mehr, die haben auch 2000 Zuschauer, ja, oder 6000 auf La Réunion. Also, ja, das ist, ich würde auch, wenn ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich eine Veranstaltung machen würde, würde ich keine Werbung im Internet machen, weil ich nie auf die Internetfans zählen würde, weil die im Endeffekt nur dort sind, um die Veranstaltung entweder schlecht zu machen, ja, also 80% von den Leuten, um dann wieder in und besserwisserisch irgendwas auf Boards zu erzählen. Dann genau, wieder, was einfach Blödsinn ist. Deswegen würde ich im Internet gar keine Werbung machen. Also wenn im Oktober eine Wrestling-Veranstaltung ist in der Steiermark, ich würde keine Werbung im Internet machen. Nur vielleicht so nebenbei, vielleicht nur kurz ankündigen. Ja, das wäre es aber dann auch. Ja. Also, die besten Wrestling-Fans sind immer tätig, eigentlich keine direkten Wrestling-Fans die, sind. Die zum Wrestling-Fans dann erst werden. Genau, das sind die besten Wrestling-Fans, die sich einfach dafür begeistern. Und ja, deswegen ist das Internet sehr schlecht. Du hast auch schon einige Fernsehauftritte gehabt in deiner Karriere. Kannst du uns ein bisschen was erzählen, wo du schon überall warst, bei welchen Sendern, ja, Shows? Mehrere. In Amerika habe ich einige gehabt, für NBC und CBS, TBS und wie die ganzen Sender heißen. Irland natürlich, haben wir vorher schon angesprochen gehabt, für den größten irischen Sender. Es war ganz toll, nach 2 Stunden Schlaf, wenn man es um 4:15 an der Tür klopft und man noch gar nicht weiß, wo man ist. Und dann um 5:30 fängt der erste Termin an und so im Fernsehen. Es ist eine Erfahrung auf jeden Fall. Ja, in Deutschland sind auch immer Sachen, aber also vor kurzem war der NBC Europe, wo Michael Kovac und ich waren, wo wir über die EWA, European Wrestling Association, geredet haben, über das Powerplex, also die Trainingsschule in Wien, und um einiges mehr und so. Ja, und in Österreich auch, also sind auch immer Sachen so für den ORF oder so. Da warst du bei der einen Talkshow, glaube ich, einmal von der. War das nicht die Barbara? Nein, nicht die Barbara Karlich, war der Michael Kovac. Ja, du warst Barbara Karlich. Da warst du auch bei der Barbara, ja, Karlich. Und Speed. Und Speed, ja, genau, das habe ich mir in Erinnerung. Und jetzt vor kurzem war ein Bericht bei Willkommen in Österreich und so. Ja, also das Interesse von ist immer da, weil Wrestling einfach immer was Besonderes ist. Egal. Aber immer im exotischen Bereich bleiben wir wahrscheinlich, oder? Nein, nicht bleiben wird. Und das heißt, wie Otto Wanz groß war, war es einfach ein Gesprächsthema, jeder hat darüber geredet und wer sagt, dass die Zeiten nicht wiederkommen. Also deswegen sollte man das ganze Internetgerede einfach vergessen, weil die Kämpfe sind knallhart, da braucht man nicht drüber reden, das ist einfach so und ich lasse mir nicht von irgendeinem erzählen, der noch nie im Ring war, was ich zu machen habe, ganz einfach. Das ist einfach ein Fakt. Und deswegen, wie gesagt, die Leute, die zur Veranstaltung kommen und noch keine Wrestling-Fans sind, dadurch aber zu Wrestling-Fans werden, das sind mir die Liebsten, weil die auch wirklich sehen, dass die Leistung da ist und dass die Kämpfe wirklich nicht so Kindergartenpartie sind, wie es gern immer dargestellt wird im Internet. Und leider durch die ganzen Internet-Ligen würde ich mir als Fan auch verarscht vorkommen, ganz ehrlich. Weil wenn ich als Fan größer und schwerer bin und vor allem doppelt so alt noch wie die im Ring sind, dann frage ich mich auch, was das soll. Ja. Gut, wir haben angesprochen, die Internet liegen, das Internet ist da, da gibt es kein Zurück mehr. Man kann das jetzt nicht mehr wegmachen, das Ganze, da wird's halt, in dem Internet wird es halt bleiben. Genau, aber deswegen sage ich ja, deswegen würde ich keine Werbung im Internet machen. EWP zum Beispiel macht ja für einige Sachen, das machen keine Werbung im Internet, die machen ja auch verschiedene Veranstaltungen für Autohäuser oder was weiß ich, oder jetzt war vor kurzem eine Veranstaltung, ich weiß nicht, das war noch am Kelly-Konzert, da war irgend sowas. Da haben sie aber im Internet überhaupt nicht drüber geschrieben und so, und die haben auch 2000 Besucher gehabt. Also da muss man schon schauen, die ganzen Internet-Ligen, die haben 100, 150 Zuschauer und EWP zieht mit einem Schlag 2000. Also das ist genau das, was ich meine, genau von dem rede ich.
Was sind deine Ziele jetzt in der nächsten Zeit? Amerika noch ein Thema? Das heißt, würdest du rüber? Chris Hero habe ich persönlich gefragt, hat gemeint, er würde dir vorschlagen, einmal einfach umfliegen und dort mit dem Indie-Circuit herumzutun. Ich weiß nicht, ob das mit der Arbeitserlaubnis möglich ist oder ob man das kann. Ja, aber nur, man darf nicht vergessen, ich bin Profi-Wrestler, ich lebe davon und ich würde mir nicht selber meinen Flug zahlen, um dann vielleicht irgendwo anzutreten. Wie gesagt, ich hätte bei der WWE die Kämpfe haben können da im Oktober. Ich kann jederzeit bei der NWR TNA auftreten. Es ist mir von Bob Ryder persönlich gesagt, wenn Bob Ryder arbeitet, ist im Office von NWR TNA. Die Chancen sind da. Nur ich bin Profi und ich bin kein Amateur, der sich einfach die Sachen selber zahlt und dann auf gut Klick das drüben probiert. Aber es sind ja auch andere Sachen, die sich im Moment auftun, wie was wir schon besprochen haben mit einem Film und so weiter. Also es sind einige Sachen da und vielleicht ist das Thema Arbeitserlaubnis in naher Zukunft gar nicht mehr so ein großes Problem. Ja, also Amerika etwas beiseite geschoben, aber nicht ad acta gelegt. Das heißt, noch immer ein Thema für dich. Es gibt genug andere Wrestler, die es eben noch gar nicht so weit geschafft haben in dem Alter. Maverick zum Beispiel ist ein guter Freund, das weiß ich nicht, wie kurz er miteinander auskommt, aber Maverick hat ähnliche Ziele gehabt wie du. Er war auch in Amerika drüben, er hat glaube ich auch bei Tory Funk war dann im Camp. Er galt das so immer als irgendwie dein Schattengänger, derjenige, der im Schatten steht von dir. Und deswegen eher nicht so groß rausgekommen ist. Was hättest du Maverick geraten? Der mittlerweile, muss man jetzt dazu sagen, die Ringerstiege an den Nagel gehängt hat. Also bei Maverick war vielleicht das Problem, dass er nicht so hart war. Also raten kann ich ihm nichts. Also er weiß selber, dass Wrestling sehr hart ist und man kann ihm nicht viel raten. Also entweder er zieht knallhart durch, er hat ein Ziel, dann muss er dahin arbeiten, egal was kommt. Oder er, so wie es jetzt macht, beendet seine Karriere. Und ja, wenn das ist, richtig ist, oder wenn er denkt, dass das ist richtig ist, gut, dann wird es das sein, weil dann kann ihm keiner einen Tipp geben, was er besser machen soll oder was er anders machen soll. Ganz verstehen tue ich es nicht, weil er war ja ohne Zweifel ein guter Wrestler. Und vielleicht hat bei ihm nur das richtige Gimmick gefällt oder also das Auftreten im Ring oder so. Aber vom Arbeiten her war er sicher nicht schlecht. Ja, bleiben wir gleich bei der Österreicher, gehen wir alle durch. Alex der Iceman hat sich entwickelt in den letzten paar Jahren. Auf jeden Fall. Vorteil Iceman. Natürlich der Körperbau. Ja, klar. Iceman ist für einen Big Man super. Also ich verstehe mich nicht nur privat sehr gut mit ihm. Also ich muss sagen, wir haben ihn kennengelernt kurz vor NWA Germany. Wann war das? 99? Oder 2000? 2000 war das. Ja. Da habe ich das erste Mal kennengelernt. Da habe ich nicht wirklich viel Kontakt gehabt, aber in den 10 Tagen ist er mir richtig sympathisch geworden. Ganz einfach durch seine Art. Er ist kein falscher Mensch oder sowas. Und das ist schon mal sehr wichtig. Und er ist halt sehr direkt. Und wenn ihm was nicht passt, sagt er das. Und das schätzt man an Menschen. Und was ihm halt auszeichnet, seine Leistung im Ring ist sehr gut. Gerade für einen Big Man, so wie wir es gerade angesprochen haben. Ja, und hat sich ziemlich schnell entwickelt. Seine Frau oder Freundin, ich weiß nicht, ob sie verliert sind, Scorpion, hat auch gerestelt, die kennst du sicherlich auch. Mhm. Die hätte ja einen super Körper eigentlich für Wrestling. Ja, auf jeden Fall. Aber sie war leider verletzt. Was war der ausschlaggebende Grund, glaube ich? Ich weiß es nicht, kaum. Iceman, Scorpion haben wir gehabt. Wir haben dann noch den Michael Kovac, den brauchen wir, glaube ich, nicht mehr besprechen. Die Jungen haben wir auch schon besprochen gehabt. Was hältst du so von anderen deutschen Wrestlern? Gibt es irgendwelche spezielle zu erwähnen? GWF haben wir gehabt, das Thema. Gibt es irgendwelche Junge, die du vielleicht kennst, beobachtet hast und die noch was werden können in absehbarer Zukunft? In Deutschland jetzt speziell. Patrick Schulz, aus dem kann sicher noch einiges werden, bin mir sicher, er ist groß und hat einen guten Körper. Und arbeiten im Ring verbessert sich immer mehr. Leon van Gasteren auch, für die Cruiserweights, ganz sicher. Wen haben wir da noch? Wen gibt es denn noch? Es gibt also einige. Wie gesagt, ich kann nur die nennen. Was hast du eigentlich von dem Extreme? Der ist ein High Flyer. Er braucht auf jeden Fall mehr Profi-Training, das auf jeden Fall. Aber die Grundansätze sind auf jeden Fall da. Man bewegt sich gut im Ring.
Aber er muss halt mit Profis trainieren. Und wenn er, solange er keinen großen Kopf kriegt, also es sind ein paar Sachen vorgefallen, was ich mitgekriegt habe. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, wenn du in eine Garderobe kommst, begrüßt du einen jeden und so weiter. Und das sind Sachen, die halten einige von den Rookies nicht ein, deswegen haben sie auch keinen Respekt. Die verdienen es dann einfach nicht. Und deswegen werden sie dann richtig hart dran genommen im Ring, damit sie mal sehen, was alles falsch läuft. Und er ist einer, der das einfach nicht macht. Und da muss er auf jeden Fall dran arbeiten. Aber den Fehler habe ich früher auch gemacht. Ich war einfach zu schüchtern und habe mir nicht traut, zu den großen Legenden hinzugehen und direkt anzusprechen und sowas. Aber mit der Zeit lernst du es. Und an solche Sachen muss er auf jeden Fall lernen. Aber er hat Ansätze und er muss aber mit Profis trainieren. Das wird nicht ausbleiben. Egal, EWP oder GWF oder bei uns im Powerplex. Aber das würde er mir auf jeden Fall raten. Welche Wrestler wünschst du dir als zukünftige Gegner, also sagen wir so Traumgegner? Man hat ja so ein Ziel, wo man sagt, gegen den möchte ich gerne antreten. Oder sagen wir so, wer war bis jetzt dein Traumgegner? Also jetzt von Amerika zum Beispiel war immer mein Traumgegner Ric Flair. Das würde jetzt wahrscheinlich schon weniger werden, weil bis das alles hinhauen würde, wahrscheinlich dann ist Ric Flair nicht mehr so aktuell. Ich denke, dass ich mit so gut wie jedem da drüben ein gutes Match machen kann. Also The Rock wäre sicher auch ein Traumgegner. In Europa ist so, da habe ich eigentlich mit den ganzen Top-Leuten schon gearbeitet. Ich würde sicher noch gern mit Robbie Brookside halt arbeiten. Der ist einfach ein Top-Wrestler und seit, ich weiß gar nicht, 20 Jahre dabei oder so, ist er schon. Ja. Veteran auf jeden Fall. So viel Erfahrung, wie er gesammelt hat in der ganzen Zeit. Und ich würde gerne mit Arnold in den Ring steigen. Das würde ich gerne mal machen. Aber wir haben ja von Wrestler geredet. Wir haben von Wrestling geredet. Aber also Mark Stark, das wäre schon mal ein Traumgegner. Doug Williams, noch nicht. Doug Williams, mit dem ich noch nicht gearbeitet, stimmt. Doug also Williams würde ich gerade erwähnen, einer der Top-Leute in auf Europa. Auf jeden Fall. Vom technischen Level Nummer 1. Also dadurch einige Leute aber da sind. Also ich glaube, wenn in 5 Jahren so, dann kann man sicher auf eine Stufe so mit Fit Finlay, Steve Wright und Dave Taylor und so stellen. Also gerade Steve Wright und Fit Finlay, weil das waren einfach die Top-Techniker in Europa. Aber der ist jetzt in Japan und ich drücke ihm echt die Daumen, weil er ist ein sehr sympathischer Kerl und als, wie du gesagt hast, einfach ein Spitzenwrestler. Und also, vom Alter her glaube ich nicht wirklich älter, ich glaube Michael Kovac. Um die 30, ja. Also da hat er noch Michael Kovac ist ja 35, wie man vorher gehört hat. Ich glaube 33 ist er. Gut. Ja, ich überlege gerade noch, du hast vorher angesprochen, die Promoter, im Internet Werbung zu machen ist nicht so wichtig, nur sind jetzt einige Ligen halt abhängig davon. Nein, abhängig nicht. Oder sie machen sich abhängig, eben durch diese Boards. Ja, das schon, aber jede Liga, die ernsthaft vorhat, mit was Geld zu verdienen, muss Geld in Werbung investieren. Natürlich kostet die Werbung im Internet nichts, ganz klar, aber nur man sieht ja dann die Erfolge, 100 Zuschauer, 150 Zuschauer. Wenn das das Ziel von einer Liga ist, okay, aber es gibt andere Ligen wie NAWA, EWP, PWA, EWA, die einfach die anderes Ziel haben und nicht nur 100 oder 150 Zuschauer in der Halle haben wollen. Weil wirklich, halt, wenn Profis da sind, dann will man kostendeckend mindestens arbeiten. Die EWA hat eine Show gemacht bis jetzt in Wien. Das war sozusagen eine, wie sagen wir mal, eine Probeshow, was geht in Wien. In Wien geht nicht mehr viel. Wien ist ziemlich tot. Nein, aber es steht einiges an. Also es kann man da schon internationale Touren, doch. Da laufen Verhandlungen. Also ich weiß nicht, wie weit man da schon was erzählen darf, aber Dubai ist sehr interessiert. Da laufen direkte Verhandlungen und es sind auch andere Sachen da, die am Laufen sind. Also es kommt auf jeden Fall einiges in die nächsten Monate. Und da wird man auf ewa-wrestling.com Updates erfahren. Vielleicht blenden wir da jetzt unten eine Schrift ein. Vielleicht. Du hast in nächster Zeit einige Dates anstehen. Verratst du uns vielleicht ein bisschen deine nächsten Auftritte in den nächsten 2-3 Monaten? Gute Frage. Morgen ist eine so brandaktuell, dass wir bereits den morgigen Kampf darf man noch nicht verraten. Ich weiß den Kampf noch gar nicht. Also auf jeden Fall, du wrestlst bei der NAWA in Uelzen. NAWA in Uelzen, auf jeden Fall. Wenn wir schon bei Top League waren, da ist eine. 28. Juni ist dann ACW. In Weinheim, wie immer, AC Sportpark.
wird auch wieder eine Spitzenveranstaltung werden, bin ich mir sicher. Die anderen weiß ich gar nicht aus dem Kopf, tut mir leid. Aber das sind jetzt die zwei nächsten, die den Monat anstehen. Naja. Also. Okay. Und natürlich auch Promo-Sachen erfahrt man immer auf meiner Homepage. Die werden immer relativ aktuell dann abgedatet. Ja, also ich glaube, wir belassen es. Christa Bambi Killer beim zweiten Shooting, der wird er wieder noch lange im Geschäft sein. Das heißt, in 2-3 Jahren vielleicht. Machen wir das nächste. Aber dann zumindest dann in Amerika. Oder so. Genau, in Amerika. Mindestens. Da hat er dann sein WWF-Merchandise-Cup auf. Der WWF, nicht WWE. Also. WWE. Ja. Zum Abschluss verabschieden wir uns noch vom Christa Bambi Killer. Bitte in die Kamera lächeln zu unseren weiblichen Fans vor allem. Ja, bitte. Also übrigens, chris@d-bambikiller.com, meine E-Mail-Adresse für die weiblichen Wrestling-Fans. Also Angebote? Na, keine Angebote. Wir bringen noch auf jeden Fall von der IWW-Tour in Irland Matchclips von Chris the Bambikiller. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Shoot-Interview an alle Fans da draußen. Bis bald. Wieder Vegas. Chris the Bambikiller. My name is Chris.